Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende nach einer Woche der WLAN-Losigkeit. Ja, ich habe es ja in der letzten Bücherwoche eigentlich schon fast vorhergesehen, könnte man sagen. Ja, die liebe Telekom hat uns eine Woche zu früh das WLAN abgeschalten, nicht zum 31., sondern am letzten Freitag vorher und der Wechsel zu 1&1 findet jetzt Montag oder Dienstag statt. Die schaffen es nämlich nicht am 1. Und ich hatte mich ja schon darauf eingestellt, dass ich dieses Wochenende so ein bisschen ohne WLAN bin, was ich auch nicht schlimm gefunden hätte. Aber ja, jetzt war ich tatsächlich schon über eine Woche ohne WLAN und es ist schon, man merkt, dass man doch sehr viel WLAN hat. Also gerade ich als Netflix-Schauer und als YouTube-Schauer, das ist schon echt, man muss da tatsächlich aufs Fernsehen zurückgreifen. Ja, ich glaube, das muss ich nicht sagen. Also ich finde das deutsche Fernsehen wirklich gefühlt eine Katastrophe. Das geht schon morgens beim Frühstücksfernsehen los, wo ich um 7 Uhr schon genervt bin. Wo ich denke, was sind denn das für bescheuerte Themen? Wer guckt sich sowas nur schon um diese Uhrzeit an? Also ich muss echt sagen, ich fand das ganz schlimm. Also ich an sowas, an Unwichtigkeiten, was da abgelassen wird. Also ich war da wirklich diese Woche schockiert über das deutsche Fernsehen. Ja, beinahe hätte ich auch die letzte Folge Game of Thrones nicht gucken können, weil ich das ja über Sky Ticket schaue. Aber zum Glück haben meine Eltern das normale Sky über die Sat-Anlage und ich durfte dann sozusagen Montagabend mal vorbeikommen und mir die letzte Folge anschauen. Welch ein Glück. Buchtechnisch hat es dann dafür diese Woche ganz gut ausgesehen. Insgesamt 4 Bücher habe ich beendet. Eins davon war ja das Kurzgeschichtenbuch, aber alles zu seiner Zeit. Ich habe auch ein bisschen Film geguckt und sehr viel Musik tatsächlich auch diese Woche gehört, auch sehr bewusst gehört und irgendwie kommt man schon so durch den Tag. Ne? Begonnen hat das Wochenende mit Erebos von Ursula Poznanski. Ich habe von ihr bisher nur Fremd gelesen, zusammen mit Arno Strobel. Und das ist ein Buch, eine Leihgabe gewesen von einer Kollegin, mit der ich so ein bisschen die Leseleidenschaft teile. Und sie hatte es mir mitgebracht als richtiges Buch. Ich habe es ihr jetzt aber natürlich direkt auch wieder zurückgegeben. Und daher seht ihr jetzt nur das Bild. Dann habe ich diese Woche die letzte Kurzgeschichte in Nachtvisionen gelesen. Das ist ja ein Kurzgeschichtenband mit von King, Simmons und Martin. Und die letzte Geschichte, die noch, ja mein Schatz, die noch offen war ja die von George R. R. Martin und die habe ich diese Woche gelesen. Dann habe ich währenddessen auch schon gehört, Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed. Auch das ist, glaube ich, schon mein drittes Buch von ihr und ich hatte mich sehr gefreut, als ich es dann mitbekommen habe, dass es das als Hörbuch gibt und es gab es auch oder gibt es für einen halben Gutschein oder beziehungsweise für 4,95 und da habe ich dann direkt auch zugegriffen, weil ich das Büchlein schon länger auf der Wunschliste hatte und das letzte Buch habe ich gestern in der Mittagspause beendet und zwar Liebe zwischen den Zeilen von Veronica Henry. Und ein Buch, das sich um die Liebe zu Büchern und die Leben der Lesenden sozusagen beschäftigt. Dann ein bisschen was zu Kinder der Nacht, denn Simmons startet ja heute, beziehungsweise wenn ihr das seht, gestern. Und dann auch ein bisschen was ich an Filmen und so geguckt habe, aber alles eins nach dem anderen. Ja, das erste Buch war diese Woche Erebos von Ursula Poznanski, ein Buch, das 2013 im Löwe Verlag erschienen ist, kostet als Taschenbuch 10 Euro, auch als E-Book und hat ca. 480 Seiten. Und ich hatte das Buch gefühlt irgendwie noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Susan hat dann sehr davon geschwärmt und eben auch meine Kollegin und schwupps hatte sie es mir dankenswerterweise auch in die Hand gedrückt. Dorina, ganz liebe Grüße an dich. Und ich habe mich direkt Samstag hingesetzt und schwupps waren, glaube ich, gefühlt die ersten 180 Seiten weg und am Sonntag dann die nächsten und dann habe ich am Montag das Buch auch abends direkt noch beendet. Also es war ein absoluter Page-Turner und wir sind hier an einer Londoner Schule und wir begleiten den jungen Nick, es ist so im jugendlichen Alter. Und auf einmal tut sich an der Schule etwas sehr Merkwürdiges hervor. Manche Schüler verhalten sich sehr merkwürdig, werden sehr aggressiv, manche auch sehr unterwürfig. Und man fragt sich, was passiert so, bis eines Tages Nick ein Computerspiel in die Hand gedrückt bekommt. Und das ist Erebos.
Und ja, dieses Spiel mischt Realität mit ja, diesem Spiel. Man hat eben keine Grenze mehr zwischen Fantasie und der Wirklichkeit. Und in diesem Spiel gelten auch drei wichtige Regeln. Jeder hat nur eine Chance zum Spielen. Niemand darf davon wissen, man darf niemanden davon erzählen, man darf nicht darüber sprechen. Und auch ganz wichtig, man soll immer allein spielen. Also es soll keine Eltern in der Nähe sein oder andere Mitschüler oder was auch immer. Und wenn man in diesem Spiel eben stirbt, dann schaltet sich das Spiel sozusagen aus und man kann nie wieder darauf zugreifen. Und ja, das ist am Anfang für Nick sehr, sehr spannend. Wir begleiten ihn diese ersten Lektionen in dem Spiel und es gibt dann eben auch so interaktive, ja, Aufgaben, die in der wahren Welt gelöst werden müssen, und dafür bekommt Nick dann gegebenenfalls eben auch einen Wunsch, den er äußert. Und ja, er findet das Spiel sehr spannend und aufregend, bis er ja eines Tages ja den Auftrag bekommt, da etwas zu tun, was er nicht so recht mit sich vereinbaren kann. Und ja, da setzt dann im Grunde die richtig große Geschichte dann auch an. Ich fand dieses Buch wirklich Hammer. Es ist ein absolutes Monatshighlight, gehört vielleicht sogar schon zu den Jahreshighlights, weil es mich ohne Erwartung total gepackt hat, geflasht hat, begeistert hat, mitgerissen hat und ich einfach dieses Feeling komplett nachvollziehen konnte. Es ist ja so ein Spiel, kann ja auch so sein wie ein Buch, was einen einfach in diese Bücherrealität mitzieht. Und man hat Nick absolut nachvollziehen können, wie dieses Spiel mit ihm agiert hat, wie er in diesem Spiel funktioniert hat, wie er sich da vielleicht auch verstellt hat, was das im wahren Leben ausgemacht hat, wenn man auf einmal nachts immer nur am Spielen ist, am Zocken ist, was das mit der Schule macht, mit dem Geist macht, den Freunden, der Familie. Und es war einfach mega beschrieben. Also sprachlich hat es Ursula Poznanski absolut drauf gehabt, mich mitzureißen, mich zu begeistern. Und wirklich, man fliegt so durch die Seiten und man will immer wissen, wie es weitergeht. Es gibt keine langweiligen Momente und es hat mich absolut, ja, einfach geflasht. Also das ist, ich fand es mega. Ich mochte den Sprachstil unglaublich gerne. Mir, ja, haben auch die Wortwendungen von ihr in diesem Zusammenhang des Spiels und die Idee dahinter unglaublich gut gefallen. Ich muss ehrlich sagen, das Ende fand ich dann tatsächlich gar nicht mal so ganz überzeugend, aber die ganze Story und dieses Mitreisen fand ich einfach unglaublich gut und das hatte ich tatsächlich ja bei Jugendbüchern eher selten, sag ich mal, und das fand ich toll. Es gab unglaublich viele Spannungsbögen, es gab Wendungen, auf die ich nie gekommen wäre und man will es einfach nicht aus der Hand legen und man wird mit Nick eben einfach in diese Spielwelt gezerrt und es ist einfach der Hammer. Also wirklich großes Bücherkino. Es hat mir unglaublich gut gefallen und es ist wirklich ein Hammerbuch, eine Hammergeschichte. Ich glaube, Ursula Poznanski hat dafür auch einen Jugendbuchpreis bekommen und ich finde das absolut verdient, denn man kann natürlich das Spiel auch auf viel anderes übertragen. Wenn man mal denkt, wie viele Kinder man teilweise ja morgens zur Schule mit dem Handy vor der Nase schon sieht. Na, das sind so Dinge, oder die wirklich dafür ihre PlayStation 3 zocken, bis sie ja eigentlich schon kurz davor sind einzuschlafen. Ich glaube, dass dieses Buch einfach auch so, also jetzt keinen lehrreichen Charakter hat im Sinne von, guckt euch an, wo es hinführen kann, aber es hatte schon einen, ja, es bringt, es ist so nah, ne? Es ist unglaublich nah an der Realität und ich glaube, das ist auch so, was einen packt. Mich hat das Buch an einen Film von früher erinnert, an so eine Art ja, Horrorfilm, Brain Scan. Und da ist eben auch das Spiel sozusagen in die Welt gekommen und es ist nicht ähnlich, gar nicht. Es hat einen ganz anderen Bezugspunkt, dadurch, dass das andere eben auch so eine Art Grusel-Horrorfilm ist. Das hat man hier nicht. Aber diese Vorstellung hat mich damals schon fasziniert und es hat mich diesmal auch wieder gepackt. Also wirklich großes Kino, hat mir gut gefallen. Ich danke wirklich meiner lieben Kollegin, dass sie es mir ausgeliehen hat. Und ich ja, werde mir von ihr, denke ich, demnächst auch mal noch die anderen Poznanski-Bücher ausleihen, die sie ja hat. Ich habe mir auch Aquila, das ganz aktuelle von Poznanski, schon als Hörbuch geholt. Mal gucken, ob ich das vielleicht diese Woche zum Hören anfange. Das klingt nämlich auch nach einer echt coolen Story und ja, ich glaube, es ist eine Autorin, die ich ja jetzt so ein bisschen auch vielleicht für mich entdecken kann. Gibt ja auch tatsächlich schon einige Bücher von ihr. Und ja, freue ich mich, dass ich dieses Buch entdeckt habe und es mich 3 Tage absolut nicht ja, in Ruhe gelassen hat.
Großes Bücherkino hat mir sehr, sehr gefallen. Ja, dann kommt sozusagen der Ausreißer der Woche. Ja, Nachtvisionen. Ja, ich habe jetzt in jeder Bücherwoche der letzten 2-3 Wochen schon was dazu erzählt. Wir haben hier 7 Kurzgeschichten. Das Buch ist 1990 erschienen, gibt es nur noch gebraucht, hat 410 Seiten. Und ich habe Nachtvisionen zusammen mit der lieben Sandra und der lieben Tanja gelesen. Ihr findet beide Kanäle natürlich unten in der Infobox. Und es sind 3 Geschichten von Stephen King, 3 Geschichten von Dan Simmons und eine etwas längere Geschichte von George R. R. Martin. Das ist auch die, die ich in dieser Woche noch gelesen habe. Als es gewitterte zur Nacht, dachte ich, ach ja, jetzt kannst du auch ganz zu Ende lesen, kannst du eh nicht schlafen. Und ich muss sagen, ich fand dieses Buch komplett nicht wirklich gut. Also die Geschichten von King waren, die von Dan Simmons habe ich zum Teil gefühlt nicht verstanden. Und die von George R. Martin war da tatsächlich spannend, teilweise zu brutal, zu blutig. Und ja, es sollen beklemmende Geschichten sein, aber ich habe keine Beklemmung gespürt. Ich habe mich wirklich nur so eher in der letzten ein bisschen gegruselt, insofern man das überhaupt so nennen kann. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass man jetzt schon eine andere Art Grusel und Beklemmung kennt und das Buch eben halt auch schon 27 Jahre alt ist. Und hätte ich es vielleicht damals direkt gelesen, wäre es vielleicht etwas anderes gewesen. Also man kann es jetzt nicht komplett schlecht machen. Es sind halt Kurzgeschichten. Ich glaube, da liegt auch so mein Problem. Ich brauche halt eine gewisse Zeit, bis ich in der Geschichte bin. Und bei 40 Seiten ist man halt kaum in der Geschichte drin, ist die im Grunde auch schon beendet. Und das war bei George R. Martin tatsächlich ein bisschen besser. Da waren es, glaube ich, 140 Seiten, 150 Seiten. Und da konnte man sich so einen Hauch fallen lassen. Aber nichtsdestotrotz war man halt so gefühlt in 2 Stunden durch. Und es wird gar nicht gereicht haben. Es, glaube ich, war sogar ein bisschen kürzer. Aber ja, es ist jetzt keine Empfehlung. Ich denke, für Fans der Autoren ist das so ein Buch, das man vielleicht im Regal haben möchte. Es wandert jetzt wieder in meiner Mama ihr Bücherregal. Die wird sich freuen, dass sie es wieder hat. Und ich habe es jetzt gelesen und damit ist dann jetzt im Grunde auch gut. Ja, weiter ging es dann oder parallel schon, so ein bisschen gehört habe ich diese Woche. Ich hatte diese Woche nochmal Handwerker. Wir haben ja Außenrohr losbekommen. Es gab viel, viel zu putzen. Und da bietet es sich an, einfach immer so ein bisschen Hörbuch laufen zu lassen oder auch wenn man im Auto sitzt, kann man da immer ganz schön hören. Und ich habe gehört von Ava Reed, Wir fliegen, wenn wir fallen. Das ist dieses Jahr im Februar bei Überreuter Verlag erschienen. Ich glaube, das Hörbuch kam dann im Juli, wenn ich mich nicht irre, zum halben Gutscheinpreis. Und da habe ich es mir auch geholt. Ansonsten kostet das Buch 17 Euro, das E-Book 15 Euro. Und hat, glaube ich, sonst immer einen Gutschein. In diesem Fall ist es dann eben ein halber gewesen. Hat ca. 300 Seiten, war eine Spielzeit von ungefähr 7,5 Stunden. Und ich habe von Ava Reed schon Mondprinzessin gelesen und auch Spiegelsplitter und fand beide Bücher wirklich gut bis sehr gut. Und gerade Spiegelsplitter hatte mir sehr, sehr gut gefallen, hatte ich in guter Erinnerung. Und ich fand eben auch schon den Titel Wir fliegen, wenn wir fallen super, super schön. Und es ist ein Titel, der perfekt zum Buch passt. Ja, wir haben hier die junge Yara und den jungen Noel. Und beide verbindet ein etwas älterer Mann, nämlich Phil. Und Phil ist der Großvater von Noel. Er hat diesen auch aufgezogen, als seine Mutter ihn verlassen hat. Und Yara hat ihre Eltern verloren, lebt jetzt bei ihrer Tante und die Tante ist im Altenheim tätig, wo eben Phil lebt und sie liest Phil eben jeden zweiten Tag etwas vor und ist das Vorlesemädchen in den Augen von Noel. Und Phil stirbt und die beiden Jugendlichen sind so ein bisschen verloren in ihrem Leben und bekommen aber das Testament von Phil vorgetragen und er gibt ihnen eine Lebenserfüllungswunschliste, nenne ich es mal, mit 10 Dingen, die die beiden machen sollen, die mit dem Geld, das er ihnen auch im Grunde überlässt, was sie erleben sollen und sie sollen es eben gemeinsam erleben. Und da sind so Dinge drauf wie eine Nacht unter Sternen schlafen, einen Spaziergang durch den Regenwald, einen Baum in einem fremden Land pflanzen und allerlei sehr schöne Dinge, wie ich finde. Was ich sehr schön fand, war, glaube ich, auch man soll sich jedes Buch im Louvre anschauen, was ich sehr cool fand, wo ich dachte, oh, da ist man ein bisschen beschäftigt.
Aber fand ich sehr schöne Idee. Und ja, wir lernen in dieser Geschichte eben diesen beiden Charaktere kennen. Wir leben die Geschichte sozusagen auch über den beiden Erzählstränge. Wir haben hier eben diesen Perspektivwechsel und lernen eben beide so von sich aus kennen und eben auch, wie er die Sicht auf die Dinge und auf den anderen sozusagen lehnen kann, was ich sehr gelungen fand. Ja, es ist ein sehr lockerer und ein sehr leichter, flüssiger, moderner Schreibstil. Ich fand, ja, es ist sehr, sehr, sehr interessant geschrieben. Also ich fand es sehr frisch. Ich fand es wirklich auch für so eine Art Jugendbuch, was doch ein etwas ernsteres Thema hatte, trotzdem sehr locker und trotzdem ist die Ernsthaftigkeit immer an den richtigen Stellen zurückgekommen. Ich fand auch, dass es sehr, sehr schöne Gedanken gegeben hat der beiden, also wie die das Leben sehen, was das Leben mit ihnen schon gemacht hat, was sie übereinander denken, was sie zu Phil denken, zur Welt denken. Ich finde, das hat Avery wirklich unglaublich gut rübergebracht. Das hat sie sehr, sehr gut auch wirklich mit Worten ja niedergeschrieben. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich finde, sie hat sehr schöne Wortkombinationen, sie hat schöne Sätze, sehr schöne Gedankengänge und das hat sie wirklich ganz, ganz toll gemacht. Auch beginnt jedes Kapitel mit einem Zitat, die ich auch super, super schön fand. Und ja, manchmal ja, müssen eben auch Wünsche einfach wahr werden und auch die Gedanken der Wünsche oder was sich Phil eben für diese Kinder wünscht, fand ich super schön gemacht. Also es war eine tolle Idee, es waren tolle Gedankengänge, es war ein tolles Gefühl und mir hat dieses Buch wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich auch in den Bann genommen, es hat mich teilweise mehr putzen lassen, als ich vielleicht hätte müssen und ich wollte tatsächlich auch immer weiterhören. Ich habe dann auch abends weitergehört im Bett, ich habe in der Badewanne gehört und fand es wirklich super schön, ja, der Geschichte zu folgen. Mein Kritikpunkt tatsächlich sind die Sprecher. Das muss ich jetzt natürlich, weil ich das Hörbuch gehört habe, auch so ein bisschen mit beurteilen, bewerten. Denn die Sprecher sind Chandra Schad und Maximilian Laprelle. Und beide Sprecher sind über 30. Und ich fand es tatsächlich sehr schwierig, mir bei diesen etwas älteren Stimmen Jugendliche vorzustellen. Also in meinem Kopf waren die beiden Protagonisten eben älter. Und das hat dann manchmal ja, dazu geführt, dass manches zu kindisch wirkte, obwohl sie ja Jugendliche sind. Also in meinem Kopf ging das nicht so ganz zusammen. Ich fand gerade Maximilian Laprelle hat überhaupt nicht für mich zu Noel gepasst. Er klang für mich gefühlt unglaublich alt. Und ich finde, Chandra Schad, das ging tatsächlich noch. Die hat trotzdem geklungen wie Anfang, Mitte 20. Aber ich kam mit den Sprechern, was die manchmal gedacht haben für Jugendliche, nie. Das hat sich in meinem Kopf manchmal so ein bisschen. Und dann hatte ich natürlich manchen Stirnrunzler, sage ich mal, beim Hören, wo ich dann wieder mir denken musste, oh, das sind nur Jugendliche. Also nur. Nein, die denken eben anders als jemand mit über 30, ganz klar. Und das fand ich tatsächlich beim Hörbuch sehr, sehr schade. Das hat, glaube ich, der Geschichte in meinen Augen ein bisschen geschadet, weil es eben für mich nicht so ganz harmonisch einfach war, ne? Also wenn ich da an andere Jugendbücher denke, an Elias und Laia zum Beispiel, was ja auch wirklich von sehr jungen Sprechern gesprochen wird, das wirkt dann eben auch anders. Also, na, jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, Rufus Beck ist jetzt auch kein Harry Potter, keine Frage, da sehe ich es aber tatsächlich eher als Vorleser. Hier hat man ja die Ich-Perspektive als Erzählstil. Und wenn dann eben ja ein Noel was erzählt, dann möchte ich natürlich auch eine Stimme eines Jugendlichen hören und bei ihr, bei Yara natürlich auch. Also das fand ich tatsächlich so ein bisschen schwierig, aber sonst ist die Geschichte wirklich unglaublich schön. Sie ist sehr tiefgründig, auch für ein Jugendbuch, das muss man wirklich sagen, und hat trotzdem so eine gewisse Lockerheit und Flüssigkeit und Modernität, die mir unglaublich gut gefallen hat. Und es ist definitiv nicht mein letztes Buch von Ava Reed. Ich glaube, eins ist ja von ihr noch da, was ich nicht habe. Und ja, das freue ich mich dann auf jeden Fall auch. Und das letzte Buch dieser Woche ist Liebe zwischen den Zeilen von Veronica Henry. Ein Buch, das dieses Jahr im August im Diana Verlag erschienen ist, als Taschenbuch 10 Euro, als E-Book 9 Euro kostet und circa 360 Seiten hat. Und ja, auf dieses Buch bin ich aufmerksam geworden, ja, weil es eben schon Liebe zwischen den Zeilen heißt. Und ich das eigentlich schon ganz schön fand, weil ich eben dachte, hier geht es eben auch so ein bisschen um Bücherliebe. Und ja, das war natürlich auch so. Wir starten im Jahr 1983
Und wir lernen Julius kennen, der zusammen mit seiner sehr jungen Tochter ein Haus in der Nähe von Oxford sucht, wo es keinen Buchladen gibt, denn er möchte einen eröffnen, denn er liebt Bücher, er liebt das Lesen und er liebt eben auch das Drüberreden. Und ja, da habe ich mich direkt daran erinnert gefühlt. Ja, er hat seine große Liebe, die Mutter seiner Tochter Emilia, ja, leider bei der Geburt verloren. Und ja, wirkt so ein bisschen wie ein kleiner Kauz, der sich eben hinter seinen Büchern versteckt. Ganz anders Emilia, die wir dann 32 Jahre später sozusagen kennenlernen, als sie gerade irgendwo aus der Welt zurückkommt, selbst eher so ein Traveler geworden ist. Und ja, im Grunde sozusagen am Totenbett ihres Vaters sitzt, der an Krebs gerade stirbt. Und ja, sie jetzt sozusagen sich überlegen muss, führt sie diese Buchhandlung Nightingale weiter? Ist das ihr Leben? Kann sie das erfüllen? Und dann eben lernt, ja, wie beliebt und geliebt ihr Vater war und wurde, wie hochgeschätzt er war, dass die Buchhandlung eben so ein Ort ja, des Gespräches war. Und ja, natürlich gibt es das ein oder andere Problem. Es gibt so einen großen Buchhandlungstypen, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, der unbedingt das Haus kaufen möchte, in dem Emilia wohnt, in dem eben auch die Buchhandlung Nightingale ist. Und wir haben natürlich auch so einiges an Schulden, die ihr Vater aufgebaut hat. Denn die Leute kamen manchmal eben doch lieber eher zum Kaffee trinken als zum Bücher kaufen, was natürlich dem Geschäft jetzt nicht gerade zuträglich ist. Ja, sie hat aber natürlich schon gerne den Wunsch, das irgendwie zu meistern. Und ja, so lesen wir eben nicht nur die Geschichte dieser Buchhandlung, sondern erfahren ganz viel über die Menschen, die eben in die Buchhandlung gehen, wie deren Leben ja, im Grunde funktioniert haben, funktionieren, was Julius ihnen bedeutet hat, wie sie Julius auch kennengelernt haben, welchen Beweggrund es vielleicht auch für die einzelnen Menschen gab, in diese Buchhandlung zu gehen. Und das fand ich tatsächlich sehr besonders. Ich mag ja Geschichten, wo natürlich Bücher eine Rolle spielen, wo auch eine Buchhandlung eine Rolle spielt. Und diese Mischung aus einer Buchhandlung und dass wir da einen Menschen haben, der in der Buchhandlung ist und dann eben die Menschen, die zu Besuch kommen oder als Kunden kommen, dass die eben auch irgendwie ein Leben haben, ja, wie wir ja im Grunde auch, fand ich wirklich eine sehr schöne Idee. Und mir hat die Geschichte auch ganz gut gefallen, aber sie war ein bisschen, ja, unspektakulär. Ist natürlich klar, es ist jetzt keine hochspannende Geschichte und es wird aber halt relativ schnell klar, in welche Richtung es geht. Es wird recht schnell klar, wie, was, wann und wo und auch die Charaktere, die man näher betrachtet. Es ist jetzt nichts, was einen wirklich komplett in den Bann zieht. Es ist halt eine sehr schöne Geschichte über die Liebe zu Büchern, über die Liebe zum Leben und ja, dass manche Entscheidungen eben schwerer sind als andere. Und das, finde ich, hat das Buch wirklich ganz wunderbar rübergebracht. Hätte mir für mich aber tatsächlich gefühlvoller sein können, ein bisschen intensiver sein können und einen auch so ein bisschen mehr in den Bann ziehen können. Also ich glaube, das hätte man durchaus gekonnt, wenn man die Geschichten der Menschen nicht so verworren miteinander zwangsläufig verbunden hätte, sondern ja auch jede Geschichte so ein bisschen für sich einzeln gemacht hätte. Also es war ein gutes Buch, hat mich auch gut unterhalten, aber ja, es war jetzt nichts Herausragendes, wo ich sage, in diesem Buch habe ich mich absolut wiedererkannt. Oder muss man unbedingt gelesen haben, das nicht. Es war für zwischendurch, wenn man es, ich bin ja nicht der Freund von dieser Aussage, aber ich fand es jetzt für zwischendurch tatsächlich ganz okay. Es hat mich unterhalten, es hat mich auch diese Woche wunderbar begleitet und ja, auch als E-Book kann es dann natürlich auch ein bisschen mitgenommen werden, was sehr praktisch ist. Und von daher fand ich das ganz okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss man gelesen haben oder... Ja, das leider nicht. Dazu hat tatsächlich ein bisschen Gefühl gefehlt und auch so ein bisschen Tiefgründigkeit, glaube ich tatsächlich. Also es war an mancher Stelle vielleicht doch ein bisschen zu oberflächlich, sodass es einen nicht ganz mitziehen konnte und einziehen konnte. Ja, das soweit zu den Büchern dieser Woche. Seit 2.9., was bei mir heute ist, starten wir mit Kinder der Nacht von Dan Simmons. Für alle die, die vielleicht noch mitlesen möchten oder die es sowieso schon geplant haben, einfach nochmal die Erinnerung. Es geht jetzt los. Wie ihr seht, vorbildlich schon eingeteilt und auch die Leseabschnitte sind schon in der Facebook-Gruppe hinterlegt. Ihr findet die Gruppe natürlich unten in der Infobox. Ich bin mega, mega gespannt auf dieses Buch, was uns ja jetzt doch 12, 13 Tage begleitet. Es hat über 660 Seiten
Und ich bin total neugierig und denke, werde auf jeden Fall schon was in der nächsten Bücherwoche erzählen können. Und dann natürlich in der übernächsten Woche dann auch den Abschluss. Wird mich jetzt also so grob 2 Wochen auch begleiten. Und ich bin mega gespannt und freue mich wirklich sehr, sehr darauf. Dann ja, gab es diese Woche die 7. und letzte Folge der 7. Staffel von Game of Thrones. Und wie ich es ja vorhin schon gesagt hatte, ich hatte Glück, dass meine Eltern Sky haben und ich mich da einladen konnte. Und ja, ich so den ein oder anderen unqualifizierten Kommentar meiner Mutter dann auch ignoriert habe, die dann am liebsten auch alles erklärt bekommen hätte und ich gesagt habe, nein, ich will das gucken. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich bin von der ganzen Staffel tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Sie hatte sehr gute Momente, sehr Game of Thrones typische Momente, aber alles in allem hatte ich oftmals das Gefühl, dass sie unter ihren Erwartungen geblieben ist. Und ich habe jetzt in manchen Foren schon gelesen, ja, im Vergleich aber natürlich zu anderen Serien ist sogar eine etwas schlechtere Staffel von Game of Thrones noch eine sehr gute Serie. Und ich muss halt sagen, ich kann tatsächlich Game of Thrones nicht mit einer anderen Serie vergleichen, sondern ich vergleiche Game of Thrones mit Game of Thrones. Und wenn ich da an die ersten 3 oder sogar 4 Staffeln denke, was da alles wirklich an Machtspielchen passiert ist, wie die Charaktere aufgestellt waren. Und ich finde tatsächlich, dass das einfach so ab Staffel 5, 6 hatte so seine sehr großen und guten Momente. Aber wenn ich da jetzt an Staffel 7 denke, fand ich es tatsächlich ein bisschen schade, dass man das so ein bisschen lieblos gefühlt gemacht hat. Und ich bin da tatsächlich von meiner Lieblingsserie ein bisschen enttäuscht. Ich bin enttäuscht, dass sie mich nicht so begeistern konnte, wie ich es mir gewünscht hätte. Und finde es tatsächlich sehr, sehr schade. Vielleicht ist das beim zweiten Mal gucken demnächst wieder ein bisschen anders. Vielleicht erkennt man dann doch wieder Dinge, die einen mehr begeistern können. Es ist jetzt keine schlechte Staffel und es ist auch keine schlechte Serie deswegen. Aber es sind viele Dinge einfach sehr halbherzig gemacht worden. Und das finde ich unglaublich schade, dass da so manche Fantheorie einfach cooler und genialer und mehr nach George R. R. Martin klingt, die man in Foren findet, als es tatsächlich jetzt hier die Drehbuchautoren geschafft haben. Ich vermute mal, es liegt auch einfach daran, dass es einfach keine Vorlage mehr gibt. Wir warten immer noch sehnsüchtig auf das 6. Buch von George R. R. Martin. Und ich denke mal, dass sich da einfach die Drehbuchautoren schwer tun, wenn sie eben keine geniale Vorlage mehr haben, diese Genialität weiterzuführen. Weil ich glaube, die große Aufgabe ist ja, man hat hier eine Geschichte und aus der versucht man eine Story zu machen. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Unterschied, ob man diese Vorlage hat oder eben sagt, ich muss die Geschichte eines anderen weiterführen. Und ich glaube, dass das von sich aus einfach schon viel schwieriger ist. Und deswegen kann man den beiden gar nicht so den großen Vorwurf machen. Eigentlich kann man diesen nur George R. R. Martin machen, dass er nicht endlich aus dem Puschen kommt und sein Buch zu Ende schreibt oder Bücher. Theoretisch soll es ja noch 2 geben. Ich muss sagen, ich glaube, dass selbst George R. R. Martin seiner Genialität nicht mehr folgen kann. Und ich glaube, dass die Geschichte auch einfach zu komplex wurde, als dass man da jetzt noch ein schlüssiges und wirklich grandioses Ende irgendwie erwarten kann. Ich glaube, dass das Ende vielleicht tatsächlich noch genial wird, aber der Weg dahin vielleicht einfach nicht mehr ganz so, einfach so, ja, wie man es gewöhnt war. Ich finde es tatsächlich schade. Es gab vieles, was mich überrascht hat. Es gab aber tatsächlich eher sehr wenig Momente des Schocks oder der kompletten Überraschung. Und wie man manche Dinge gelöst hat und erklärt hat, fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Also das, ich weiß, es gibt da natürlich immer verschiedenste Meinungen und das ist auch absolut in Ordnung, auch gerade wenn ich in Foren unterwegs bin, da gibt es die Himmelhoch jauchzt und die zu Tode betrübt. Ich würde mich so in der Mitte, glaube ich, wiederfinden. Ich fand es okay. Es gab Momente, die ich gefeiert habe. Es gab aber auch wirklich Momente, über die ich sehr enttäuscht bin, dass man sie so gelöst hat, dass man sie so hat enden lassen. Und ich bin ja einfach mega gespannt, wie es natürlich jetzt mit Staffel 8 weitergeht, ob man es schafft, wieder diese Genialität und diesen Tiefgang und diese Tiefgründigkeit auch hineinzubringen, die für mich jetzt einfach tatsächlich auch in Staffel 6 und 7 so ein bisschen gefehlt hat. Gewartet werden muss natürlich relativ lange. Es heißt, dass vermutlich die Serie jetzt erst Anfang 2019 herauskommt. Dadurch, dass man jetzt erst Ende 17 sozusagen das Drehen anfangen kann, weil man eben eine Winterkulisse braucht. Und es werden ja dann nur noch 6 Folgen, also es ist schon echt ein bisschen wenig
Ja, aber man soll ja dafür dann längere Folgen haben. Was ich dann tatsächlich wieder an Logik nicht verstehen kann, warum ich dann vielleicht sechs Folgen einer Stunde 20 oder so habe, dann könnte ich auch durchaus ja wieder 8 Folgen einer Stunde machen. Ne? Also so ganz verstehe ich diese Logik nicht, aber muss ich vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach ihr wisst, wie ich das meine, einfach besser, wenn man dann so in 1,5 Stunden was erzählt, als nur in einer. Ich habe keine Ahnung, aber ja, es ist natürlich schon jammern, vielleicht auf hohem Niveau. Ich muss aber ehrlich sagen, wäre die 7. Staffel vielleicht die 1. Staffel gewesen, ich glaube, dann hätte ich gesagt, so richtig gepackt hat es mich nicht. Also das, man merkt da für mich persönlich schon ein bisschen, dass das leider nicht mehr so genial ist wie am Anfang, was mich tatsächlich am meisten selbst auch ärgert, weil ich diese Staffel so entgegengefiebert habe und so viele Antworten auf so viele Fragen wollte. Und ja, aber jetzt ist die Staffel erstmal vorbei. Ich werde sie auf jeden Fall natürlich noch ein, zweimal bis zur Staffel 8 dann auch noch angucken. Und ja, vielleicht gefallen mir dann die Momente, die mich jetzt enttäuscht haben, ein bisschen besser. Gibt aber so 2, 3 Dinge, wo ich weiß, über die werde ich mich jedes Mal aufs Neue aufregen. Aber so ist es natürlich. Ganz anders war diese Woche ein Film-Highlight, den ich mal wieder auf DVD geguckt habe. Sweeney Todd, der teuflische Barbier aus der Fleet Street mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter, Jamie Campbell Bauer, Alan Rickman und ja, ein Film von Tim Burton habe ich mir diese Woche mal angeguckt. Mir war, ja, ich bin diese Woche in Musical-Stimmung. Ich trellere auf Spotify einige Musicals, angefangen von Cats über Tanz der Vampire, über Phantom der Oper und ja, bin dann eben auch auf Sweeney Todd diese Woche auf Spotify gestoßen und habe dann so manches Lied getrellert und dachte, ach, eigentlich könntest du dir den Film auch mal wieder angucken. Es ist ja im Grunde so ein bisschen eine Verfilmung vom Graf von Monte Cristo, wenn ich mich nicht irre, und Tim Burton hat das halt sehr schaurig, gruselig rübergebracht in Musical-Form, wenn man so möchte, und alle singen ganz wunderbar und spätestens wenn Johnny Depp sein Messer besingt und ja, Jamie Campbell Bauer, das Mädchen mit dem Yellow Hair, ja, da bin ich hin und weg. Also das ist wirklich ein genialer Schockerfilm, wie ich finde. Es gibt unglaublich viel Blut, das muss man vielleicht dazu sagen, der Film ist ab 16. Ich, ja, mache tatsächlich bei manchen Szenen die Augen zu. Ja, man sieht schon das teuflische Gesicht. Und ich bin einfach ein riesengroßer Fan von Johnny Depp. Ich finde, der macht diese Rolle grandios. Diese Düsternis in seinem Gesicht, dieses Geheimnisvolle, das ist grandios. Es war ganz, ganz toll, Alan Rickman mal wieder zu sehen und halt nicht als Severus Snape. Und da muss man natürlich auch wieder so mit einem weinenden Auge denken. Mensch, auch viel zu früh gegangen. Helena Bonham Carter ist grandios. Ich finde diese Frau einfach Hammer. Und ich bin auch ein Fan von Jamie Campbell Bauer, den man ja dann auch aus City of Bones kennt, wo ihn ja viele nicht mochten. Ich mag den Schauspieler. Und toller Cast. Es spielt noch irgendwie mit, Sacha Baron Cohen spielt ja mit. Und es spielt ja noch der, mit der die Ratte in Harry Potter spielt. Also es ist ein halber Harry Potter Cast gefühlt. Und ja, großartiger Film, hat mir ganz viel Spaß gemacht, insofern so etwas Blutiges Spaß machen kann. Und ja, auch einfach der Soundtrack dazu ist einfach grandios. Ansonsten ist diese Woche ja der Herbst eingezogen, wie wenn er es gewusst hätte. Am 1.9. ist ja meteorologischer Herbst, kalendarischer ja erst an dem 23. Und an dem Tag war es wirklich, es war kalt, es war Nebel, es war bewölkt und es ist nicht mein Wetter. Ich muss mich jetzt wahrscheinlich darauf einstellen. Ich wollte ja den Sommer bis zu meinem Urlaub im Oktober hinziehen. Das wird mir wohl nicht gelingen, auch nicht mit meinen Winds of Summer. Mal gucken, was da als nächstes reinwandert. Ich mag keinen Herbst. Also ich mag ja den Herbst tatsächlich als Verlängerung des Sommers noch ganz gerne, aber jetzt muss man sich halt wieder anziehen. Jetzt braucht man halt wieder eine Jacke und einen Schal und feste Schuhe und Socken und zu Hause muss man sich einmümmeln und ach, das ist so anstrengend und ja, aber es geht ja demnächst in den Urlaub. Ich fliege ja im Oktober noch eine Woche weg und da ist dann auf jeden Fall Sonnengarantie in Ägypten und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Ja, ansonsten diese Woche gab es nichts Großes. Es gab eine kleine Medimops-Bestellung, die ich gemacht habe. Ich habe einige Bücher bei Momox verkauft. Ich denke aber, die kleine werde ich euch einfach in einem kurzen Video extra zeigen. Ansonsten hoffe ich einfach, dass mein WLAN ab Montag, Dienstag wieder da ist und
Ja, wer sich jetzt fragt, wie es möglich ist, dass ich dieses Video hochlade, das klappt tatsächlich mit dem Aldi Webstick, der eine Flatrate hat mit 5 GB. Und man mag das für sehr viel halten und wenn man auch nur ein bisschen im Internet surft, ist das auch recht viel. Wenn man aber YouTube-Videos hochlädt, sind halt für ein Video ratzfatz mal so 1,5 GB weg. Und dann ist natürlich nicht mehr viel. Also einen Monat käme ich da auf jeden Fall nicht hin. Ich hoffe einfach, dass das mit dem WLAN klappt. Ja, die kleine Minimumsbestellung werde ich euch extra zeigen. Es waren auch wirklich nur 4 Bücher und 2 für, eine liebe Freundin von mir. Und ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Das war es soweit für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Bücherwoche. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr gelesen, gehört, geguckt habt. Bin ich auf jeden Fall neugierig. Auch natürlich Serientipps, wenn ihr habt irgendwas auf Netflix, wo ihr sagt, Steffi, das musst du gesehen haben. Oder ich habe ja auch, glaube ich, noch 4 Wochen jetzt im September Sky Ticket. Sagt da gerne, wenn ihr irgendwie Tipps habt, immer her damit. Und das war's jetzt von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wünsche euch nur noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.